Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soviet Republic hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich versuche mich wirklich kurz zu halten, aber es gelingt mir bei diesem Spiel nicht, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Das muss ich dazu sagen. Also das Spiel macht mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß, so langsam zu sehen, wie denn hier alles so wächst. Wir bauen hier jetzt quasi das Warenhaus dafür auf, dass wir die restlichen, wie ist denn das hier eigentlich? Auch keinen direkten Zugriff auf irgendwelche Gebäude. Alles klar, also die Baustelle, die wird sicherlich relativ schnell gehen, weil da ist direkter Zugriff auf drei Wohnhäuser. Aber, ja, und die hier, wie viel Zugriff hast du? Du hast immer noch Zugriff auf ein Wohnhaus. Oh, die Baustelle ist dann die nächste, die wir eigentlich machen müssen. Die werde ich mal freigeben wieder. Kein Baum zugeordnet, Moment. Das können wir klären. So, bitte diese Baustelle mit wieder aufnehmen in die Konstruktion. Unfertiger Fußweg ist hier noch. Wo ist der denn? Zeig mir den mal an. So, den wollen wir mal angucken, was für ein unfertiger Fußweg denn hier noch ist. Hm. Ist wieder keine Leute hin, ne? Kaufen wir das mal. Ich weiß nicht, was mit dem Bus hier los ist. Ob der kaputt ist oder ob der nicht mehr fahren will oder... Ich werde ihn mal verkaufen. So, den Baustellenbus. Ich werde mal einen neuen kaufen. Ich weiß nicht, was da ist mit, also ich werde den einfach nochmal neu kaufen. Und guck mal, der fährt nämlich gleich los. Also irgendwas scheint mit dem Bus nicht richtig zu sein. Den habe ich garantiert mal auf irgendeiner Baustelle gehabt und habe dann irgendwas zurückgesetzt und da hat er seinen Job vergessen. Und jetzt fährt er nämlich los. Jetzt holt er nämlich auch Arbeiter für Baustellen ran. Das hat was nicht funktioniert. So, da kommen jetzt etliche Arbeiter raus. Oder was sind das hier alles? Keine Ahnung, können auch Passagiere sein. Wer weiß, wo die hinwollen. Wahrscheinlich zum Sport. Kann möglich sein. So, wie sieht es hier aus? Da haben wir drei Arbeiter. Hier rennen nochmal zwei runter. Dann könnten wir hier fünf haben. Die werden ja jetzt hier hinlaufen. Zu dieser Bushaltestelle. Wie? Da. Und jetzt gehen die hier hoch, ne? Ja, wunderbar. Zwei weitere Arbeiter, die hier auf der Baustelle jetzt ihr Tagwerk vollziehen wollen. Oder sagt man das so? Ihr Tagwerk vollziehen? Klingt irgendwie auch schwierig, aber egal. So. Und er hat jetzt keine Arbeiter an Bord. Fährt aber trotzdem erstmal hier zu der Baustelle hin. Naja, hätte ja passt. Hätte ja was klappen können, ne? Dass er ein paar Arbeiter abkriegt, die hier warten, aber so, die waren schon weg. Halt, ne? Das ist dann halt immer so. Hier oben haben wir auch noch ein paar Arbeiter, die warten. Also hier warten selten Arbeiter, ne? Hier sind eher so die Passagiere unterwegs. Na gut, der hat fünf Arbeiter mitgenommen. Der ist... Baustelle, ist der Baustellenwagen? Hm. Doch, das ist der Baustellenwagen. Das ist der, aha, okay. Boah, schwierig. So, aber der Baustellenwagen wird hier wieder keine Arbeiter kriegen. Und obwohl, ja, jetzt kommen ein paar Passagiere kommen da an, okay. So, bei dem müsste ja jetzt eigentlich hier begrenzt sein, dass der nur Arbeiter mitnimmt. Sehe ich das irgendwo? Nee, das kann ich gar nicht... Ah ja. Das kann ich gar nicht einstellen. Gut. Also der pendelt jetzt immer zur Baustelle hin und will Arbeiter hinbringen, muss aber irgendwo Arbeiter finden. Das ist dann natürlich so eine Sache. Aber hier rennen die nächsten zwei wieder in Richtung dieser Baustelle. Ah, es wird was. Das Warenhaus wird fertig. Und dann kann das hier unten fertig gebaut werden. Ich hoffe einfach, dass hier oben den Arbeiter mal irgendwann für unsere Baustelle auch zu finden sind und hier nicht nur Passagiere stehen, die irgendwas haben wollen, Kirche besuchen. Tja, also Kirche kann ich nur nicht ersetzen, ne? Also Kino geht, aber eine Kirche kann ich nicht bauen. Sowas gibt's halt nicht, ne? Ausrüstung für Bürger, also wir haben hier alles Mögliche. Wir können ein Kino bauen, eine Kneipe bauen. Das ist dann aber auch wirklich alles. Ja, wir müssen nochmal so eine Arztstation bauen oder sowas. Ein Krankenhaus könnte mir ein bisschen zu teuer wirken. Wie groß ist denn so ein Krankenhaus? Oh, ein Krankenhaus ist gar nicht mehr so klein. Eieieiei. Strom wird von da kriegen dann. Ja, okay. Den Platz habe ich eigentlich fürs Kino vorbehalten hier. Ja, so ein Krankenhaus bauen wir dann auch mal irgendwann. Gut. Okay. So, hier ist viel gelaufen, viel gemacht, viel gemehre. Es wird hier auch sehr viel Essen hergestellt. Sehr schön. So, wie sieht es hier aus? Der lange steht hier gerade drin. Wo ist der kurze? Ist der steht hier auch gerade drin? Ah, der steht auch drin. Okay, dann kann er doch gleichzeitig hier ein paar
LKWs ausleeren. Es wird halt nur bei der Außeneinfahrt gewartet anscheinend, dass die denn hier frei rausfahren können. Okay. Obwohl hier eigentlich mehrere Einfahrten sind. Da könnt ihr ja auch mehrere nutzen, ne? So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wie viele Leute haben wir jetzt, die keine Arbeit haben? 44 Arbeitslose. Ja, ein bisschen merkwürdig. Durchschnittsalter ist 19, das ist eine relativ junge Gemeinde, ne? Zwischen Lebensdauer 77, rund. Bike Siegenfeld. Hm. Durchschnittliche Produktivität 95%. Numerisch. Hm? Todesfälle 8. So, achso, wir haben dieses Jahr schon Fluchten gehabt? Nee, aber letztes Jahr haben wir 380 Fluchten gehabt, ne? Das ist natürlich echt hart gewesen. Also, das hätten wir echt eher machen sollen, dass wir die mit den Kleidung und allem versorgen. Dann da hätten wir auch sehr viel Geld gespart. Aber gut, das zu machen, so ist das Leben. So, wie sieht es jetzt aus mit der Zufriedenheit über Alkohol? Steigt die wieder oder sinkt die? Alkoholgenuss ist eine rote, bin ich Sportgenuss, wo ist ein Alkoholgenuss, Alkoholkonsum, Abhängigkeit im Prozent, Abhängigkeit sogar, steigt ein bisschen. Also ein paar Alkoholabhängige haben wir uns jetzt gezüchtet. Weiß nicht, ob denn hier irgendwann steht, können nicht arbeiten, weil zu betrunken oder so, aber naja, ein bisschen eine Kneipe geht schon hier. 10 Zinsen können kein Krankenhaus besuchen. Ja, da ist jetzt demnächst auch was dran. Also wir müssen da unbedingt auch für ein Krankenhaus sorgen. So, die Baustelle ist endlich fertig. Sehr schön. Jetzt sollte die Baustelle hier, da sollte sich jetzt wie wild drum gekümmert werden. Hier fährt auch schon ein Bus runter, der aber keine Arbeiter an Bord hat. Das ist natürlich sehr schade. Jetzt sind zwar ein paar Arbeiter da, die nimmt aber der Bus gleich mit. Schwierige Nummer das. Ich glaube, ich muss eher die hier zuweisen. Da oben hat man eine Chance, eine größere Chance, mal an Arbeiter zu kommen. Hier unten haben alle Arbeit. Bin mir nicht sicher, aber es sieht fast danach aus. So, aber wie kriegen wir denn hier Leute jetzt zu dieser Baustelle motiviert? Es geht ja nur über dieses Fahrzeug, ne? So, sind aber keine Arbeiter vorhanden. Alles, was da reinläuft, ist Passagier und nicht Arbeiter. Jetzt haben wir Arbeiter. Und die müsste der Bus da jetzt hier mitnehmen, oder nicht? Na? 6 Arbeiter warten? Nein, er fährt weg. Die waren halt nicht zu dem Zeitpunkt da, wo er angekommen ist. Oh, das ist ja richtig schwierig. Das ist ja richtig schwierig. Naja, 29 Tage noch für diesen Bauabschnitt. Da brauchen wir noch wieder ein bisschen Stahl und dann haben wir da hinten eine Bushaltestelle. Eine Bushaltestelle, die dann hier von hier Arbeiter kriegen muss. Das wird auch schwierig. Das könnte auch schwierig werden. Naja gut, wir werden sehen. So, welche Baustelle machen wir als nächstes? Ich wollte die denn noch freischalten, wenn die denn hier mal irgendwann fertig ist. Aber wie gesagt, wenn der hier keine Arbeiter kriegt, ne? Wenn er keine aufladen kann. Wäre ja schön, wenn er dann mal irgendwo jetzt hier da einfach 10 Arbeiter mitnehmen könnte. Also ich kann höchstens verbieten, dass die Arbeiter nach da oben bringen, weil hier oben sind ja Arbeiter, aber ich will ja auch hier Arbeiter hinbringen. Das ist ja auch schwierig. Ah, wie macht man das logistisch am besten? Noch eine Bushaltestelle machen? Weil lädt er bloß die Hälfte ein, ne, von dem, was er kann. Also das ist hier das Nächste. Also ihr könnt ja 60 Passagiere mitnehmen, nimmt aber bloß 27 mit. So, das ist jetzt unser Baustellenfahrzeug. Und wir haben keine Arbeiter da. So, er steht jetzt da drinnen und fährt gleich wieder raus, weil er keine Arbeiter findet. Hm. Es gibt keine Verbindung zu diesem Gebäude oder es ist zu weit entfernt. Wir können Arbeiter nur, wo sie gebraucht werden, bis zu der Bahnsteig schicken. Okay. Okay.
Also ich könnte jetzt theoretisch die Arbeiter hier hinschicken, ja? Alle Arbeiter, die aus diesem Haus sind, die müssen da jetzt auflaufen. Und sich nicht um irgendwas anderes kümmern. Quality of Flats. Qualität der Wohnung, 77%. Okay. Hier mit 94% wesentlich höher. So, und jetzt müssen hier dann dauerhaft irgendwelche Arbeiter rumflitzen. So, der nimmt jetzt auch ein paar Arbeiter mit. Ja, sozusagen alle. Ja, jetzt stehen wieder einer. So, ist das jetzt der Bus? So, jetzt kommen wir hier an. Jetzt müsstest du auch mal ein paar Arbeiter kriegen für die Baustelle da hinten. So, 12. Jetzt nimmt er welche mit. Jetzt hat er auch welche. Jetzt kann dann hier die Baustelle mal vorangehen. Uiuiuiui. Okay, alles klar. Na gut, dann sind das hier hauptsächlich Bauarbeiter, ne? Und die anderen Arbeiter, die dürfen dann selber entscheiden, was sie machen. Gehen natürlich jetzt hier weniger rein, denke ich mir mal, aber... Willst du machen, so ist es halt. So ist es halt. Gut, aber... Ja, wir müssen mal gucken, wenn die Arbeiter hier unten sind, weil hier gehen ja auch keine Arbeiter mehr hin, aber okay, das ist auch... Der Bau ist jetzt kein Baum zugeordnet, okay. Da ist auch kein Baum zugeordnet. Müssen wir mal gucken, dass wir den hier noch wieder zugeordnet kriegen. So, jetzt sind hier 12 Arbeiter auf der Baustelle. Jetzt sollte ich ja auch relativ schnell die Arbeitstage, das sollte jetzt hier relativ schnell runtertickern. Und wir sollten zumindest die erste Baustufe hier fertig kriegen. Und dann müsste sich eigentlich ein Traktor bewegen, der gleich Eisen holt. Der will aber Kies fahren, okay, für eine Baustelle. Der fährt einen Dings weg, okay. Der holt auch Kies für eine andere Baustelle. Und du müsstest eigentlich gleich losfahren, Stahl holen zu wollen. Jupp, will er auch. Vom Freilager holt er 3,9 Tonnen Stahl. Wette ich für, dass er 3,9 Tonnen bekommt. Kann ich mir kurz vorstellen, dass er sowas macht. So, und dann ist nämlich hier die Baustelle, Bushaltestelle fertig. Und dann werde ich in jede Bushaltestelle von hier quasi dann nach da. Ich weiß nicht, ob ich die Arbeiter dann der Bushaltestelle zuordnen kann oder sowas. Aber das wäre ja auch Quatsch. So, 42.000 haben wir jetzt schon. Also so ein bisschen Kohle kriegen wir wieder rein. Aber wie gesagt, wenn die Gebäude hier gebaut werden, das kostet uns alles nochmal richtig Geld. Also an Materialien, an Rohstoffen. Das wird nicht billig. So, ein neues Fahrzeug steht zur Verfügung. Das sieht aus wie ein B1000. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Die Genossen der Partnerdemokratischen Republik bringen einen neuen Fahrzeugtyp auf den Markt, der für Rubel erhältlich ist. Variante B1000 Mikrobus, B1000 abgedeckt, der B1000 offen und B1000 Krankenwagen. Wir haben einen B1000 dazu gekriegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal gucke, dann müsste als geschlossener LKW ein B1000 dabei sein, oder? Ne, das ist ein FKZ. Hier ist B1000 abgedeckt. Kann nicht viel mitnehmen, aber ist natürlich dann auch ein bisschen fixer unterwegs. Er kann 90 km/h fahren. Und mal so für die Alkoholproduktion oder sowas. Ne, um da oben den Alkohol immer hinzubringen. Eigentlich gar nicht schlecht. Obwohl, das werden wir dann auch mit dem LKW machen. Und den Alkohol einfach mal wegtransportieren lassen hier. So, wie sieht es jetzt hier unten aus mit dieser Baustelle? So, da sind immer noch viel Arbeit auf der Baustelle. Der Stahl kommt jetzt an. Dann sollte das jetzt auch hier recht schnell wieder vorangehen. Mit den vier Arbeitern, die wir noch haben. Die sind aber demnächst wahrscheinlich alle weg, ne? Ja, die haben fast alle ihre Arbeitszeit voll. Naja, mal gucken, wie weit sie kommen. Das wäre schon nicht schlecht, wenn die Baustelle hier unten noch fertig wäre. Hier die Baustelle ist dann fertig. Hier die Baustelle wird dann fertig durch die Planierraupe. So, dann haben wir zumindest schon mal die ganzen Anschlusswege fertig und die Baustelle wollte ich jetzt hier, also diesen, die Plattform wollte ich dann halt fertig haben, damit ich dann einen Bus immer hin und her schicken kann, der den hier unten Arbeiter hinbringt, für die Baustellen, die wir dann hier aufmachen. Also vorwiegend wird jetzt die Baustelle als nächstes hier geöffnet. So, wenn die durch ist, dann will ich das Ding hier bauen. Bringt der Bus hier auch noch Arbeiter hin? Oh, das ist gar nicht mal wenig, was er jetzt bringt, ne? Und dann ist die Konstruktion gleich fertig hier. Das ist ganz gut so. Die Arbeit haben wir Tagwerk getan, ne? Ist noch ein bisschen rausgeworfen mit den Arbeitern, aber gut. So, jetzt will er nochmal für die Busplattform Leute holen. Muss er. Da sind jetzt gerade keine. Da geht es hier natürlich nicht weiter. Alles klar. So, es wird wieder helle. So, wir sehen hier aber jetzt die Busplattform in Uppsala.
im Werden, im halbfertigen, naja Gott, die sieht aber auch schon, eine neu gebaut und sieht schon eigentlich aus, als wenn sie 100 Jahre alt ist. So eine Busplattform. So, haben wir mal ein Bild von gemacht. So, also die sieht wirklich schon dann ganz schön rostig aus, ne? Aber hier ist auch so, das Dach so ganz schön rostig alles. Naja, eigentlich müsste es ja nach dem Neubau ein bisschen besser aussehen, aber... Mann. Rost hat man halt überall gehabt. Auch zu den Zeiten. Ja. Wir hatten ja nichts, sagen sie da immer, ne? So, der hat noch genügend Zugriff auf Kies. Sehr schön. Also hier wird irgendwie auch fleißig, das funktioniert hier ganz gut eigentlich mit den beiden LKWs, die sich da abwechseln. Wie sieht es hier aus in der Kneipe? Gar nicht so viele Gäste, ne? Ich hätte gedacht, dass das ein bisschen besser angenommen wird, aber es sind nur noch 101 Bürger, die jetzt den Alkoholkonsum frönen wollen. Und ist das der... Nee, das ist nicht der Baustellenfahrer. Ah, hier war der Baustellenfahrer. Der hat jetzt wie viel hergebracht? Jede Menge Arbeiter. Und deswegen geht das jetzt hier auch voran. Okay, also haben wir die jetzt wirklich jetzt zu Bauarbeitern gemacht? Naja, macht ja nichts. Machst du nichts, ist halt so, ne? Na, passt ja nicht. Könnte man ja durchaus so halten. Und hier sind trotzdem jede Menge Arbeiter drin, die jetzt hier Nahrung machen. Das müsst ihr jetzt hier auch zusehends dann wachsen. Ja, sieht gut aus. Kommt da mal was rein. Gut. Sehr schön. Und hier ist immer noch voll. Wunderbar. Gut, das Ding ist jetzt fertig. Das ist schon mal gut. Dann werden wir diese Baustelle hier freigeben. Ist keinem zugeordnet. Ja, das kriegen wir hin. Zack. Da ist sie einem zugeordnet. Und dann können wir das jetzt hier. Momentchen bitte. Wir müssen hier mal noch... Nee, wenn ich das Fahrzeug habe. Wir müssen hier mal noch ein bisschen was zuordnen. So. Da aus dem Warenhaus kriegst du dann die anderen Sachen. So, dieses Warenhaus kauft ein. Das wird jetzt noch mal ein bisschen teuer werden. Für Rubel. Automatischer Einkauf. Eine Tonne. Und mechanische Komponenten. 20 Tonnen. Was? 20 Tonnen Elektronik doch nicht. Elektronische Komponenten. So. Die sind richtig teuer, klar. Aber da liegen da immer 20 Tonnen rum. 44.000? Kann ich mir nicht ein Stück leisten, ne? Wie das beim manuellen Kauf ausgibt. Ist auch bloß in diesen großen. Gottes. Lieferung pro Tonne kostet 1 Rubel und Kosten werden in der Entfernung der Grenze berechnet. Das ist ja teuer wie Sau. Okay. Brauche ich die irgendwo schon? Momentan brauche ich sie noch nicht, ne? Ne. Momentan brauche ich sie noch nicht. So, Arbeiter sind hier schon 7 auf der Baustelle. Das ist schon mal schön. Kies kommt hier auch schon mal an. Dann ist hier auch schon Asphalt im Kommen. 3 Tonnen. Wie viel brauchen wir hier? 3 Tonnen. Ne? Das ist super. Und dann brauchen wir 4,9 Tonnen Beton noch. Die müssen jetzt hier ankommen. So. Sehr schön. Und dann müsste jetzt gleich noch ein Bagger hier rüberkommen. Wenn ich das recht... Was ist das denn hier für eine Fahrerei? Weiß man nicht genau. Wie sieht es durch das Fahrzeug auf dem Ding? Nee, eigentlich nicht. Was geht er denn rum hier? Man weiß es nicht, warum er da so rumsteht. Naja, vielleicht kriegt er sich ja noch wieder ein. Habe ich ihn irgendwie auf Parken gestellt oder so? Der fährt einen Bagger weg. Wir werden mal gucken, was da passiert mit ihm. Vorhin war er noch unterwegs, wenn wir Eisen holen und so, ne? Also so ist nicht. So, der fährt jetzt mal dahin, wird gewaschen anscheinend oder so. Und dann kommt er in den Fuhrpark wieder rein. Der fährt auf diese Stelle. Okay. Nein, wir müssen das mal untersuchen, was da passiert. So, hier wurde jetzt auf jeden Fall der Bagger angeliefert und es kommen natürlich auch fleißig Arbeiter hierher gelaufen sogar, also ohne den Bus. Das ist schon mal sehr schön, aber mit dem Bus sind natürlich null Arbeit unterwegs. Sehr gut. Schön. So. Gut, aber dann geht hier was. So, wo will er jetzt hin? Er will holen nichts. Achso, er will holen Benzin. Alles klar. So. Hier wird fleißig gebaut. Das sieht gut aus. Das gefällt mir auch. Dann haben wir nämlich das nächste Warenlager gleich fertig. So, ein Bagger ist hier auch drauf. Wir könnten theoretisch einen zweiten Bagger, wenn wir einen hätten, haben wir aber nicht, hierher liefern. Ja, da müssen wir nachher gucken, ne, wie wir das mit diesem Baumenü oder Bauteilen machen. Also dann kann man eins machen für die ganzen Erdarbeiten, wo die dann zwei, drei Bagger haben. Ja.
also zwei Bagger maximal haben, zwei Planierraufen und das ganze Straßengelöt machen. Und dann müssen wir einen machen für den Hochbau. Also eine Tiefbaufirma, eine Hochbaufirma oder sowas müssen wir dann mal machen. Das müsste dann ja ganz gut funktionieren. So, und dann kauft das nämlich nachher die Waren ein und nicht mehr das. An Pflanzen. Und dann müssen, werden die hier über diese Dings transportiert. Ich weiß gar nicht, wie, ob mich das Geld kostet oder nicht, weiß ich nicht, aber das sollte ja automatisch funktionieren. Und dann verteilt werden. So, 124, 91, 93, ja, Bewohner ist noch alles ganz gut hier. Ja, und dann würde ich als nächstes quasi die Viehzucht hier bauen. Die wird nämlich richtig teuer, wenn wir da die ganzen Materialien für kaufen. Das geht hier alles. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, jetzt fährt er wieder los hier. Der da so komisch krumm vor quer da drin stand in der Parklücke. So, der hat jetzt hier Arbeit abgeliefert. Oh ja, 40 Arbeit hier auf der Baustelle und keine Baumaterialien. Das muss natürlich geändert werden. So, der Bagger, der fährt auch mal. Das ist auch so ein Ding, warum. Also, hin wird er gebracht, zurück muss er alleine fahren. Ne? Zurück hält der ganze Verkehr auf hier überall. Naja, so ist es halt. So, hier oben wird jetzt zum Lager gefahren. Im Freilager, da wird jetzt ein bisschen was abgeladen, abgeholt. Das muss natürlich dann, wird dann instant nachgekauft. Das sieht man hier oben auch an den Kosten wunderschön. Er hat jetzt die Ziegel gekauft. Wenn er jetzt den Stahl kauft, dann rattert das hier oben gleich noch Dollar ins Negative. Aber dass man sich da jeweils 20 Tonnen von aufs Lager legen muss, das hätte ich nicht erwartet. Das finde ich ein bisschen frech. Ja, wenn er Stahl kauft, nur dann geht hier richtig das Geld runter. Also da müssen wir dann auch aufpassen, dass wenn wir jetzt hier die Bausachen anfangen, dass das dann hier erstmal, naja, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Geld bringt dann am Ende. So, wenn wir das Warenlager hier haben, das ist schon mal nicht schlecht. Dann werden wir sagen, dass wir die Viehzucht aufbauen und dann brauche ich eigentlich schon wieder Einwohner und ich brauche ein Feld. Die Frage ist, wo kriege ich noch Einwohner hin, ohne dass es schwierig wird für uns? Also ich will jetzt hier nicht neben den Umspannungsdings, da will ich ja lieber das Feld hin haben. Und hier Einwohner hinsetzen geht eigentlich, weil hier oben ist eine Bushaltestelle und die Wege sind relativ kurz hier runter. Ne? Also wenn wir hier nochmal so einen Block hinstellen mit Leuten, kostet es aber dann auch, ne? Wenn der dann wieder, wenn die Leute dann wieder ankommen, sind wir wieder 50 Leute los. Hier. Haben wir denn eine plus 21, wenn wir von den Eltern nehmen? Keine. Plus 21, die wären keine. Keine, also die können alle noch eine eigene Wohnung. Also wir haben auch, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob die jetzt auch einen, ach hier ich drauf, so. Ob die einen, Elfarbeiter ohne Job, also hier oben die ohne Job, das gefällt mir eigentlich nicht. Warum sind die ohne Job hier oben? So, jetzt gehen hier mal ein paar Gäste rein. Okay. Weil hier kann der Arbeiter ja hingehen und kann weggefahren werden. So. Und hier unten haben wir ja Jobs frei. So ist es nicht. Machen wir mal 50. Dann noch ein paar mehr da rein. Gehen, aber es werden hier unten noch Jobs frei. Dann muss ich von hier oben, von dieser Bushaltestelle nach der Bushaltestelle wohl auch noch Verkehr aufbauen. Wäre aber ganz sinnig, ne? Ja, wäre ganz sinnig, glaube ich. Dass ich eher die Arbeiter von da oben hole, als von hier. Von da kriege ich keinen, glaube ich, mehr. Mal ich die Arbeiter hier ja alle jetzt keine Kirche, ja. Keine Kultur genießen. Also wir müssen auch noch ein Kino. Kino ist auch wichtig. Kino und Krankenhaus ist noch wichtig. Da habe ich die Leute noch nicht dazu, ne? So, jetzt sind wir bei 42.000. Also jetzt hat hier die Baumaterialien haben Geld gekostet, aber da sind doch genügend Leute auf der Baustelle. Mich wundert, dass sie den Kran noch nicht hergebracht haben. Also einen Kran können sie hierher fahren, aber wahrscheinlich haben die, sind die LKWs hier quasi. Ah ja, jetzt kommt der Baukran auch, okay. Da kommen nochmal 13 Tonnen Ziegel an. So, wenn der Drehkran dann hier ist. Also, ich sag mal, das Warenhaus bauen wir wesentlich schneller als das hier, ne? Das hat ja Ewigkeiten gedauert, ehe das fertig wurde. Ja, dann müssen wir, werden wir das Ding hier bauen. Das wird richtig teuer, weil da 41 Tonnen Stahl drin sind. Da geht richtig Geld bei drauf. Ein bisschen Beton und Kies haben wir hier. Fahrzeuge auf der Baustelle gehen einige Fahrzeuge hier drauf. Okay. Theoretisch könnte ich ja noch einen Bagger hier rüber transferieren. Ne? Also das wird, das ist so eine Großbaustelle. Da ist auch richtig Arbeitskraft und Leistung gefordert. Aber gut, das haben wir ja jetzt auch nicht einigermaßen gelöst.
So. Ja, das zählt sich aber schon gut runter hier. Gut, 20 Arbeitskräfte plus Pumpdrehkran. Das bringt echt gut. Das bringt schon gute Punkte hier. Also da noch mehr Arbeitskräfte rein. Ab und zu wird einer fertig, aber im Schnitt auf 20 Arbeitskräfte hier halten, ist das schon ganz schön gut. Muss ich sagen. Weil dann läuft hier jetzt richtig gut was runter. Ich weiß nicht, ob die vom Altern her quasi die Jahre mitaltern oder ob die schneller altern, die Bevölkerung. Ne? Also das weiß ich auch nicht. Theoretisch müsste mein Durchschnittsalter ja eigentlich immer ein bisschen ansteigen. Ah ja, keine neuen Einheiten. Naja gut, das Problem ist, es kommen ja immer neue Geburten dazu, ne? Wir haben ja immer mehr Babys. 29 Geburten, 13 Todesfälle. Also das scheint hier schneller zu altern, ne? Der allgemeine Bürger altert schneller hier in der Stadt, als die Zeit voranschreitet. So, wie sieht's jetzt aus hier? Wie viele Arbeiter bringst du wieder? Du bringst wieder 16 frische Arbeiter. Sehr schön. Damit kommen wir auf fast 30 Arbeiter hier auf der Baustelle. Mit 75 möglichen, also das ist schon ganz gut. Toll. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wie sieht es hier aus jetzt mit der Produktion? Ah, eigentlich auch ganz gut. Wurde gerade wieder was verkauft. Kein Arbeiter drin. Jetzt kommt das Kraftfahrzeug an mit Kies. Ist denn das jetzt eigentlich bemerkbar in der Statistik? Ich denke mal schon, ne? Für den Außenhandel, indische Produktionsverbrauch. Ne, warte, wo ist der Außenhandel hier? Der Export in den Außenhandel von letzten Monat waren 9000 Rubel Gewinn durch Nahrung, 76 Tonnen, okay. Dieses Jahr haben wir schon 139 Tonnen und 17.000, das ist gut. Strom haben wir natürlich auch dementsprechend viel und Kies, naja gut, das wird halt immer gefahren, gefahren, gefahren. So, letztes Jahr haben wir mit Kies, also wir haben dieses Jahr schon mehr Umsatz gemacht mit Nahrung als im letzten Jahr, aber klar, das ist klar, weil das im letzten Jahr erst relativ spät zur Verfügung stand. Mit Strom werden wir wahrscheinlich weniger Umsatz machen, aber das Geld brauchen wir wirklich, ne? Also die 200.000 im Jahr für Strom, die müssen wirklich reinkommen. Also da bin ich ja bald gewillt, einfach so wild noch irgendwo ein Kraftwerk hinzubauen, einen Block daneben und die da einfach vor sich hin vegetieren lassen. Nee, das können wir auch nicht machen. Also jetzt müssen wir da schon drauf achten, dass die Gesellschaft an sich auch ein bisschen funktioniert. Wie gesagt, es wird eine Straße hier oben hingehen, hier wird ein Stadtzentrum entstehen, wo wir dann, ich weiß noch nicht wie, aber wir werden hier so eine kreisrunde ein paar Häuser hinstellen, wo in der Mitte sozusagen der Support ist und dann müssen wir irgendwo noch eine Uni hinstellen, die wir dann mit einer Bushaltestelle anschließen und dann dürften wir auch ein paar Uni-Absolventen wieder kriegen. Aber es ist halt immer sehr teuer. So ein Block, alleine der Bau kostet richtig Geld. Und dazu noch, wenn die Leute dann halt dazukommen, dann kostet es richtig Geld, ne? Also wenn man das jetzt immer hier, weiß gar nicht, ob ich das sehe, wenn ich dieses Wohngebäude hier auswähle. Welches ist das denn? Dieses hier, ne? So, wenn ich hier für Rubel, das sehe ich gar nicht. Bei den Kosten, ne? 24.000 kosten alleine die ganzen, also na gut, mit den Baustunden, die können wir abziehen. Das sind 8.000... 3x18, 10.500, also knapp 11.000 Rubel kannst du abziehen, sind Baukosten davon. Aber die allein kosten halt die Materialien 13.000 plus die 50.000, die Bürger kosten, die halt eingezogen werden, wenn man hier per Rubel sich Leute kommen lässt. Ne? Das ist natürlich dann nicht so einfach. So, hier sind 34 Arbeiter auf der Baustelle von 75 möglichen. Es werden, achso, der Bauabschnitt ist gerade fertig geworden anscheinend. Es werden hier Ziegel und Bretter benötigt. Da ist auch schon einer unterwegs. Wenn der mal nicht Ziegel holt. Ach, wenn da mal nicht 3 Tonnen drauf liegen. Na, wer hätte es gedacht? 3 Tonnen Ziegel. Und der holt jetzt Holz einmal komplett voll. Achso, die Holzindustrie wollte ich auch noch hier oben hinbauen, ne? Naja. Gut, so, hier wird gerade wieder ein bisschen Nahrung abgeliefert. Wie ist hier schon drinne wieder? 3,5 Tonnen sind da auch schon wieder drinne. Sehr schön. Wir arbeiten da gerade 19. Okay. Ja gut, man muss ja sagen, hier sind über 30 Stück drin, ne? Also wenn die Arbeiten jetzt nicht mehr da stattfinden, sondern hier stattfinden. Ich weiß nur nicht, ob die sich denn entscheiden, da auch hinzugehen. Also wenn sie jetzt hier als Arbeiter quasi warten, weiß ich nicht, ob die sich entscheiden, da hinzugehen. Keine Ahnung, du. So.
Ja, und spielst du, wenn ich die Fabrik baue, weil ich glaube, na gut, das ist doch jetzt ein Straßenschuss. Hat's, doch, da kommen die Leute von dem Haus, würden da noch hinkommen. Von dem aber nicht mehr, ne? Die werden gerade noch hier hingehen. Das heißt, dann müssen wir da eine Verbindung von hier nach da bauen, dass da Arbeiter quasi dorthin gebracht werden. So. 9 Tonnen Bretter werden jetzt fleißig verbaut. Die Ziegel sind da. Und Leute haben auch noch ein paar auf der Baustelle, aber das werden gerade zusehends weniger. Da müssen wir gleich mal dran arbeiten, dass es wieder mehr werden. Jetzt hat er sich gerade ein bisschen Benzin geholt, ne? Oh ja, immer wenn die Tanken fahren, das wird auch mal teuer. Wir stampfen momentan auch so finanziell ein bisschen auf der Stelle hier mit den ganzen Baugeschichten. Also das kostet doch ordentlich Geld. Da müssen wir vielleicht mal doch mal ein Vierteljahr quasi nur Geld verdienen, produzieren. Als gucken, so viel wie möglich Leute hier reinkriegen und dann die Nahrungsmittel abverkaufen. 25 Tonnen können ja hier eingelagert werden. Das könnte man ja dann volllaufen lassen und dann abverkaufen. Auch 25 Tonnen Nahrung, das ist schon gar nicht schlecht. So, jetzt werden hier nochmal ein paar Bretter abgeliefert, zack, und jetzt brauchen wir wirklich bloß noch die Arbeitskräfte hier, die, was sind das, 96 oder 36, nee, 36, 34 sind das noch Stunden, da sind wir gleich fertig und dann ist dieses Warenhaus fertig, dann werden hier die Nahrungsmittel eingekauft und dann wird hier der Nahrungsmitteleinkauf gestoppt, der vollautomatische, jetzt haben wir hier natürlich wieder ein Spannungsproblem, jetzt haben wir wieder was Neues, so, den stoppen wir mal. Geht hier die Nahrung langsam runter in dem Gebäude, das ist klar, weil wir es jetzt wegproduzieren. Aber wir kaufen jetzt hier natürlich 4 Rubel Pflanzen ein, im Wert von 20 Tonnen. Automatisch. So, und dann kommt hier mal was rein und das müsste dann automatisch hier durchlaufen. Und dann hier eigentlich jetzt reinlaufen. Wenn dort Bedarf entsteht. Hätte ich jetzt gesagt. Hier ist ja die Verbindung. Okay. Noch sieht das sehr interessant aus. Muss ich da ein Fahrzeug für haben? Ne? Wenn ich hier keinen Nahrungsmittelfabrik, es läuft immer weiter runter. Zwei Fahrzeuge sind verbunden mit dem Gebäude hier. Okay, das sehe ich ja ein. Arbeiter braucht man hier auch nicht. Wir haben Pflanzen dort. Strom haben wir dran. Strom ist dran. Hier läuft die Nahrung immer weiter runter. Ich hätte jetzt gedacht, dass das automatisch funktioniert, weil das erkennt, dass hier Pflanzen drin sind. Menge begrenzen? Nee, will ich nicht. Jetzt sind hier 0,05 Tonnen Pflanzen, jetzt haben wir hier Arbeit, aber wieso funktioniert das nicht? Das einmal schließen. Auch nicht. Wieso funktioniert das nicht? Ah, funktioniert doch. Aber das wird hier dann auf 0,05 Tonnen, ah, okay. Vorrat gehalten, okay, aber die Nahrung steigt ja hier, also wird ja was produziert. Gut, dann ist ja gut, wenn was produziert wird, dann ist alles gut. So, hier gehen auch richtig Leute rein, jetzt sieht man hier, jetzt wird hier Essen eingelagert, das soll eigentlich nicht passieren. Kann ich das hier, Discard von Resources, Empty Storage, Menge begrenzen, Essen 0%. Essen soll ja hier nicht reingehen, das brauche ich hier nicht. Das soll ja weiterhin da reingehen. Hier soll auch keine Kleidung reingehen, kein Alkohol. Stoff auch erstmal nicht. Kleidung nicht, elektronische Komponenten nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Hier soll eigentlich nur, wenn denn das da. Gut, okay. Okay, dann ist das schon mal ganz gut hier. Okay, dann sehen wir das hier. Okay, und hier sehen wir, dass die Nahrung dann da steigt. Und jetzt sind wir da über 40 Mann drin. Aber jetzt, Produktion war immer schlecht. Das hat ja richtig gut geschafft. Okay, gut. Das geht also so.
Das Warenhaus ist fertig, den Nahrungsmitteltransport geht in die Richtung. Ein Foto habe ich gemacht von dem rostigen Ding hier. Ich würde sagen, Produktion funktioniert erstmal noch weiterhin genauso wie sie soll. Wir müssen jetzt natürlich die Bauindustrie natürlich ein bisschen in Gang helfen. Ich werde jetzt einmal bis Ende März durchlaufen lassen, auch schnell, damit wir noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann werde ich hier diese Baustelle freigeben und die wird uns, glaube ich, von den Ressourcen her ganz schön teuer werden. Wir gucken mal ganz kurz, was kostet uns so eine Viehzucht. Wenn wir sie gegen Rubel kaufen wollten, 43.000, davon müsste man ungefähr 16.000 abziehen, also über 30.000 kosten alleine die Ressourcen für diese Fabrik hier, wenn wir die jetzt bauen, für die Viehzucht. Und ich nehme auch an, dass die hier wesentlich mehr Viecher herstellen können in kurzer Zeit, als ich dann beim Fleischer verarbeiten kann. Aber das kommt dann noch. Und wenn die Viehzucht steht, muss natürlich auch ein Bus dafür da sein. Und hier ist irgendwie Parkplatzmangel. Also irgendwie steht da immer einer quer oder einer komisch. Ich glaube, ich habe hier ein Fahrzeug zu viel drauf. Ja, ist nicht so schön, aber was willst du machen, ne? Ich werde dich mal... Nee. Oder Eisplatz wechseln. Wechsel mal dahin. Dann ist hier ein Parkplatz mehr frei und dann sollte das vielleicht gehen hier, dass der vielleicht anständig steht. Gut, wer weiß es, warum es nicht so ist. Was soll's. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.